Der einfachste Weg, den Ball im Spiel zu behalten, während der Runde gleich, ist an Rhythmus zu denken. Hier auf der Driving Range haben wir unsere ganze technische Gedanken, die wir immer wieder wiederholen müssen, bis es drin ist, bis es automatisiert ist. Aber auf dem Platz, wenn wir an die Sachen denken, ach, ist nicht so einfach, haben wir schon gestern festgestellt. Aber was man auf dem Platz denken darf und umsetzen darf, ist Rhythmus. Nur die Frage ist, welchen Rhythmus passt zu euch? Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedliche Typen. Manche sind richtig dynamisch, manche sind locker, flockig. Ach, manche sind gleichmäßig schnell oder gleichmäßig langsam. Was ist am besten für euch? So, gleich werde ich euch Bälle schlagen lassen. 3 Bälle pro Rhythmus und wir werden dann was Wichtiges daraus holen. Vielleicht haben 1 oder 2 dieses Training mit mir gemacht, aber das kann man nicht genug tun. So, ich fange erstmal an mit einem Rhythmus, wo ich sehr langsam aussonnen und dann zügig durch den Ball gehe. Ich werde versuchen umzusetzen, dass ihr das wirklich sehen könnt, aber das ist für mich langsam und für mich ist das schnell abgeschwungen. So, das müsst ihr spüren. Hoffentlich seht ihr das auch. So. Erster Rhythmus mit dem Driver, langsam ausholen und dann schnell durch. Und das mache ich jetzt 3-mal und ich schaue, was die Bälle tun. Was ich da gesehen habe, der Ball ist relativ hoch geflogen für mich und er hat einen leichten Rechtsdrag. Okay? Ich merke mir das. So, 3 Bälle. Dann der nächste Rhythmus, den wir zusammen trainieren werden, ist langsam, langsam. Vielleicht interessant für die Damen, aber auch für Männer. Ernie Ace ist dafür bekannt. So, wenn ihr langsam, langsam schwingt, müsst ihr euch viel aufdrehen, Margaret. Aber wenn ich mich viel aufdrehe, muss ich gucken, dass ich in der Achse bleibe. Ich darf nicht so oder so. So, ich werde mich viel bewegen, aber hoffentlich wird der gesamte Schwung langsam aussehen. Das heißt aber nicht, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit langsam sein wird. Genau das Gegenteil passiert. Da ich so langsam schwinge, baue ich viel Spannung auf und da ist ganz unten im Bereich des Schlägerkopfs viel Geschwindigkeit. So, jetzt mache ich das. Langsam, langsam. So wie, das kann sein, dass das schnell aussah für euch, aber glaubt mir, das war Zeitlupe. Wann wird dieser Rückschwung zu Ende sein, habe ich gedacht. Für mich war das langsam, langsam. So, jetzt nächster Rhythmus. Schnell, schnell. So, schnell, schnell hört sich falsch an. Aber ich kenne viele sehr gute Golfer, die schnell, schnell Rhythmen haben. Warum ist das okay? Ist es okay, weil es gleichmäßig ist. Ein gleichmäßiger Schwung ist meistens ein guter Rhythmus. So, das heißt, ich mache es einfach vor. Schnell, schnell. Und jetzt wird der Schwung eher größer oder länger oder kürzer sein? Was meint ihr? Der wird kürzer sein, ich sag mal so. Der Spieler, der schnell, schnell ist, ist kompakter. Schnell, schnell. Gut, das wird schwer für mich. So, für mich war das nicht mein Ding. Da habe ich keine Zeit, alles umzusetzen, was ich umsetzen möchte. Aber für manche ist es eine ganz gute Sache. Und dann der letzte Rhythmus wird vielleicht euch überraschen. Aber manchmal hilft es. Und das wird zügig ausholen sein und langsam runter. Schnell, langsam. Ich mache es vor und dann erkläre ich, warum das gut sein könnte. Naja. Auch Käse. Nicht naja sagen, das werden Sie alle auf YouTube hören. Okay, der Grund, warum das manchmal gut ist, ist, weil manche Golfer viel zu schnell den Abschwung starten und dann bekommen sie ein Gefühl, den Schwung langsam zu starten. Und dann ist das von der Technik her besser, weil wenn sie dann langsamer starten, den Abschwung starten, dann senken Sie die Arme besser. Dann könnte es sein, dass das der richtige Rhythmus ist. Okay, so finden wir heraus. Ich bin gespannt. Auf der letzten Reise war das so unterschiedlich, was besser war.
Und ich bin gespannt, was bei euch der Fall ist. Okay, die Kamera läuft weiter. Ihr dürft. Okay.